aber ich habe euch noch etwas versprochen. Und zwar war ja immer noch die Frage im Raum gewesen, wie kann es sein, dass mit Beginn 2020, nämlich im März, alle Religionen auf der Welt nahezu, die man sonst schwer an einen Tisch kriegt, gerade Jehovas Zeugen, die für Interkonfessionalität oder einen synodalen Weg überhaupt nichts überhaben und sich dagegen verweigern, dass alle diese Religionen, selbst die Jehovas Zeugen, von einem Tag auf dem anderen ihren Gläubigen gesagt haben, Moment mal, zu Hause bleiben, Abstand halten, okay, das kann man ja noch verstehen, aber jetzt dahingehend sogar sagen, Leute, impfen lassen, wie kann das sein? Und diese Frage stelle ich mir nicht nur alleine, die haben sich auch andere gestellt. Und ich habe dazu einen ganz interessanten Artikel gefunden. Nein, nicht diesen. Und zwar diesen Artikel. Wo ist die Kirche? Und wo ist die Kirche? Ja, ihr seht das Desinfektionsmittel im Weihwasserbecken. Und zwar geht es bei diesem Artikel darum, da wurde ein römisch-katholischer Pfarrer im Ruhestand, nämlich der Magister Herbert Stichhaller aus Kärnten in Österreich, der wurde interviewt von der Andrea Drescher und er führt viele interessante Punkte aus. Ich tue euch den Link auch in die Beschreibung, habe ich so auch noch nicht gesehen. Es ist ein ziemlich langer Artikel, wie ihr seht, aber was ich ganz, ganz interessant fand, ist dieser Teil unter der Frage, ist es nicht die Pflicht des Christen, die Obrigkeiten zu gehorchen? Ich lese mal vor. Er sagt, nein, kein Christ muss einer weltlichen Macht automatisch gehorchen. Wie gesagt, das sagt ein katholischer Pfarrer, der in Ruhestand ist. Es ist aber in Österreich so, dass es bei der Bischofsernennung in der letzten Instanz die Regierung zu befragen ist. Interessant, wusste ich auch noch nicht. So kommt wohl kaum ein Bischof in sein Amt, von dem man Opposition erwarten könnte. Das erklärt möglicherweise die derzeitige einheilige Position der Bischöfe. Weiter heißt es, als die Maßnahmen herauskamen und man innerhalb von Tagen und Wochen vom Konsens aller anerkannten Religionsgemeinschaften gesprochen hat, habe ich mich gefragt, also das ist jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Zeit Anfang 2020, er hat sich gefragt, wie war es möglich, in dieser Zeit alle staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften an einen Tisch zu bekommen? Ja, ich mich auch, ihr euch auch. Die Frage, wie es zu diesem Schulterschluss kommen konnte, ohne dass eine Diskussion unter den Gläubigen der einzelnen Konfessionen stattgefunden hat, wurde bisher nie beantwortet oder nie. Jetzt kommt seine Meinung. Ich vermute, dass die finanzielle Unterstützung der Religionsgemeinschaften seitens des Staates dabei eine Rolle gespielt haben. Und da bin ich stutzig geworden. Die Kirchen bekamen nämlich aus dem NPO-Fonds, also Non-Profit Organization, Entschädigungen beziehungsweise einen Ausgleich für entgangene Einnahmen, aha, abhängig von der Größe ihrer Gemeinschaft. Die katholische Kirche hat also verhältnismäßig mehr als alle Institutionen erhalten. Das Geld wurde periodisch überwiesen und dann über die Diözesen in die einzelnen Pfarreien weitergeleitet. Spätestens damit war die Kirche in der Hand des Staates, da sie Geld genommen hatte und es zurückzahlen müsse, wenn sie aus den Maßnahmen aussteigen würde. Das fand ich ganz interessant, das war mir auch noch nicht bewusst. Vor allem, er spricht hier von den anerkannten Kirchen. Ich habe das dann mal ein bisschen gegoogelt, ein paar E-Mails geschickt und bin zu Folgendem gekommen. Das erste ist jetzt hier für Österreich. Da gab es den NPO-Unterstützungsfonds, Non-Profit Organization Unterstützungsfonds. Ihr seht oben, ja, den Link, den seht ihr, ihr könnt das gerne nachverfolgen. Nicht, dass es hier um irgendwelche Schwubbelseiten handelt, wo Kenneth Cook vorgewarnt hat, dass sie unsicher sein müssten. Nein, nein, Zahlen, Daten, Fakten vom Staat. Hier sind die aktuellen Zahlen des Staates Österreich. Was und wie viel wurde gefördert? Ja, bis insgesamt wurden bisher 688 Millionen Euro allein in Österreich ausgeschüttet. Für entgangene Einnahmen, Gewinnen etc. Einnahmen, muss man erstmal sagen. Wenn wir hier gucken, Religion und Kirche, seht ihr das in der Mitte? Genau, da gab es 6.338 Auszahlungen in Höhe von 91,4 Millionen Euro. Wahnsinn! Jetzt ist natürlich die Frage, welche Kirchen haben hier Gelder beantragt und wie viel haben sie bekommen? Darin haben wir als Bürger zurzeit keinen Einblick.
Nein, die konnten das Geld beantragen, die Kirchen, und bis zu einem gewissen Schwellenwert wurde das Geld sogar automatisch ohne Prüfung überwiesen, so wie meine bisherigen Recherchen das ergeben haben. Und es ist für mich daher sehr naheliegend, dass auch Jehovas Zeugen als Körperschaft des öffentlichen Rechtes in Österreich hier Gelder beantragt haben, um entgangene Einnahmen und damit weiterlaufende Kosten, die ja auch durch Immobilien entstehen, gedeckt zu bekommen. Leider kann ich das nicht belegen, es liegt aber sehr, sehr nah und würde diese Vermutung von dem Herrn Magister Priester auch unterstützen. Wir gucken weiter. Nämlich hier ist zu sehen in diesem Antrag, wie viel oder wie das zu machen ist. Das kann jeder nachgucken, wie man das beantragen konnte. Es läuft übrigens noch bis März 2022. Ja, und da drin ist auch ganz klar zu sehen, die Zielgruppe sind auch hier, seht ihr das, Zielgruppe sind gemeinnützige Organisationen und auch Kirchen und Religionsgemeinschaften, aber nur die gesetzlich anerkannt sind. Ha, da sind wir ja froh, dass Jehovas Zeugen in Österreich eine gesetzlich anerkannte Kirche sind und deswegen auch für Miete, Pacht, Zinsaufwendungen, Personalkosten, Covid-bedingte Kosten, Steuerberatungskosten, alle möglichen Sachen können Sie Zuschüsse beantragen oder Gelder bekommen. Wie sieht das Ganze in Deutschland aus? Ja, auch hier gibt es einen Überbrückungsfonds. Das ist mittlerweile der vierte oder Überbrückungshilfe Nummer 4. Der geht auch bis März 2022 und diese Unterbrückungsbranchen können gleichenfalls auch von Kirchen beantragt werden. Wer kann das beantragen? Ja, Voraussetzungen sind natürlich, dass du Umsatzeinbrüche hast und wenn der Spendenkasten in der Versammlung erstmal nicht voll werden kann, dann könnte man das als Umsatzeinbruch doch betrachten. Wie gesagt, ich spreche hier im Konnten, ich weiß es nicht, ich könnte keine Fakten dazu von Seiten der Regierung bekommen. Ich habe sie angeschrieben, sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Finanzministerium in Deutschland und Österreich, aber sie geben keine Daten darüber raus, welche Konfession welche Anträge gestellt hat und wie viel Gelder dazu geflossen sind. Aber ich denke mal, es liegt doch sehr, sehr nah. Und hier ist auch ganz klar zu sehen, dass auch kirchliche Unternehmen und Organisationen aus allen Branchen Förderungen auch in Deutschland beantragen können. Witzig finde ich nur, dass ja Jehovas Zeugen sehr stolz darauf sind, dass keine einzigste Zusammenkunft ausgefallen ist. Ja, und dass mindestens 6-mal im Jahr im Rahmen dieser Zusammenkünfte um Geld geworben wird, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht wird, dass man ja auch online spenden kann, wenn der Spendenkasten nicht da ist. Von daher wäre mal interessant zu wissen, wie viele Einnahmen Jehovas Zeugen in Deutschland oder Österreich weiterhin generieren konnten, bedingt durch diese virtuellen Spendenaufrufe und wohin das Geld gegangen ist. Denn wenn ich meinen alten Spendenaccount bei JW.org aufmache unter Donate, jw.org, ja, den habe ich noch, ich habe das früher auch gemacht, dann könnt ihr ganz klar sehen, dass du deinen Empfänger auswählen kannst, das weltweite Werk, deine Versammlung, dein Kreis, deinen regionalen Kongress, Bauprojekte oder ganz neu, ganz genau, Bau einer neuen Audio- und Videoproduktionsstätte der Weltzentrale, also sprich Ramapo, damit auch weiterhin solche Propagandavideos wie vorhin produziert werden können in HD. Mich würde interessieren, und da habe ich doch mal eine Bitte an unsere Behörden und Beamten, kann man das nicht irgendwie nachvollziehen, wohin diese Spendengelder wandern, wo hier online aufgefordert wird, weil Jehovas Zeugen, ich weiß nicht, ob sie Umsatzeinbußen hatten während der Pandemie, aber es ist nachweislich zu sehen, dass in der Literatur der Jehovas Zeugen, in den Broadcasting-Videos der Jehovas Zeugen, in den Studienwachtum-Artikeln, in den Leben- und Dienstzusammenkünften weiterhin mindestens 6-mal im Jahr, meistens sogar öfters, darauf gefordert wird und ganz klar gezeigt wird, wie man auf dieser Homepage doch spenden kann und soll. Von daher ist da doch ein großer Unterschied wie zu einer Kirche, wie ich finde, wo der Klingelbeutel nicht rumgehen kann. Hier wird nämlich aufgefordert, bitte digital zu spenden. Die Frage ist nur, wo geht dieses Geld hin? Das ist auch alles, was ich hierzu erneut zu sagen habe. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ihr wisst, ihr könnt meine Arbeit als Patreon auch unterstützen, denn es entsteht auch bei mir viel Aufwand für das durch das Auseinandersetzen mit dieser Propaganda der Jehovas Zeugen.
Mir hat es Spaß gemacht bis hierhin. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.